Ja, und jetzt habe ich Mama eine Spendenbox gebastelt, weil ich gemerkt habe, dass eine Beerdigung sehr teuer ist. Also wirklich sehr, sehr teuer. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass vielleicht hier die Leute aus dem Markt was da reintun. Ja, und mal gucken, wie viel da so zusammenkommt. Ich fasse es einfach nicht! Wer von euch hat das Geld aus der Spendenbox gestohlen? Ich werde der Sache jetzt auf den Grund gehen und jeden Einzelnen hier befragen. Ich werde mir die Sache vornehmen, sie durchleuchten mit höchster Konzentration und der Sache von vorn hin auf den Grund gehen. Es gibt verschiedene Verhörungstechniken. Flora ist ein Rüpel. Bei Rüpeln ist es folgendermaßen. Es verhält sich so, dass man sich auf gleiche Ebene mit dem Gegenüber setzen muss. Suggeriere deinem Gegenüber, du seist wie es, um auf gleiche Ebene zu kommen, um so hinzukommen, dass man wie es denkt, sieht, spricht, sich verhält. Somit finde ich heraus, ob sie das Geld genommen hat oder nicht. Fertig. Bock auf einen Klimmstängel? Hm? Trau dich. Wie ist bisher dein Tag so verlaufen bis jetzt? Chillig. Chillig. Nice. Und sonst so? Was macht deine Drogensucht? Alles under control, oder? Alles under control. Ich frag mich schon seit längerem, was du eigentlich so am Tag so verpuffst. Gras. Wie viel? 3 Gramm, heißt 25 Euro. Und was kriegst du hier so? Wie viel Para kriegst du so auf die Hand am Tag? Arbeite 8 Stunden und verdiene 12 Euro. Sass. Das sind dann so mal rum 96 Euro am Tag. Ja. Kommt hin, oder? Ja, kommt hin, Jonas. Peter hat sich heute noch nicht blicken lassen, was für ein sehr auffälliges Motiv spricht. Somit macht er sich für mich persönlich zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Hallo, Peter hier. Hi, Peter. Hier ist Jonas. Hallo? Ja, hier ist Jonas. Hallo. Hörst du mich? Mailbox. 450er, das schwächste Glied in der Gruppe. Hier werde ich mit der Einschüchterungstechnik arbeiten. Dir ist schon bewusst, dass dir schwedische Gardinen drohen. Hast Bock auf Knast? Denkst du, mich macht Knast fertig? Chill dich ab. Richtig schön Disziplin, jeden Morgen früh aufstehen, Haferschleim, Proteine rein, pumpen gehen, den ganzen Tag. Ich kann sogar Abi machen im Knast. Mein kleiner Hübscher. Das hast du die Seife in der Dusche aber nicht fallen lassen. Sonst wird dir dein kleines süßes Arschloch auseinandergerissen. Bock? Ich weiß, von was ich spreche. Okay. Ich hab auch gesessen. Warum? Vergewaltigung. Wenn ich jetzt meinem Gegenüber suggeriere, ich wäre wegen Vergewaltigung im Kittchen gewesen, könnte es Angst bekommen und die Sache, die ich herausfinden will, zugeben. Ich würde so einen Scheiß nicht machen. Also auch wenn ich wenig Kohle habe, das ist wirklich ein bisschen unfair von dir auch, dass du mich jetzt hier so, nur weil ich wenig Geld habe. Ey! Du bist jetzt mal ganz still! Leute reagieren so, weil sie Angst haben vor mir. Angriff ist die beste Verteidigung. Und dadurch, dass ich so viel angegriffen werde, gehe ich davon aus, dass sie sich verteidigen, weil ich eben in ihnen eine Angst auslöse, die sie nicht haben wollen und sich dagegen wehren. Somit. Na? Ja, hier ist Jonas. Hallo, Peter. Hallo? Hallo? Hier ist Jonas, Peter. Hallo? Ich höre. Mailbox.
So, Shorty. Du bist fällig, komm. Vor der nächsten Taktik ist keine Frau mehr sicher. Ich nenne sie die Bad Boy-Taktik. Ich werde erst arrogant und cool sein und dann ganz plötzlich nett und verführerisch. Zuckerbrot und Peitsche eben. Ich finde deine Jacke ziemlich hässlich. Und wenn ich mir die so anschaue, finde ich deine neue Frisur auch ziemlich hässlich. Nicht so sexy. Sorry. Und jetzt das Zuckerbrot. Komm mal. Ganz nah zu mir hier. Komm. Noch näher. Du riechst aber auch ganz schön geil. Echt? Ja. Jonas, danke. Bitte. Muss ich doch mal zu dir rüberkommen. Sexy Unterhemd. Gefällt dir, was du siehst? Mein Krieger. Mir gefällt auch, was ich sehe. Ja? Was siehst du denn? Eine ziemlich geile Braut. Echt? Willst du die haben, die ziemlich geile Braut? War ich böse? Vielleicht. Musst du mich jetzt verhaften? Kann schon passieren. Oh, bitte, Jonas. Bitte nicht. Bitte nicht mich verhaften. Okay, Lia, es reicht. Du kannst jetzt gehen. Ich war doch noch gar nicht fertig. Nee, ich bin aber fertig. Geh jetzt, bitte. Ekelhaft. Hallo? So, diesmal falle ich nicht drauf rein. Hä? Wieder? Auf was? Was reinfallen? Nix. Hier ist Jonas. Ja? Ich will, dass du jetzt in den Markt kommst. Du weißt genau, worum es geht. Es geht um die Spendenbox für meine verstorbene Mutter. Ich wusste nicht mal, dass deine hässliche Mutter gestorben ist. Ciao. Letzte Chance. Tiddus. Tiddus ist nicht der Dümmste. Dort muss ich es sehr geschickt anstellen. Ich werde hier die Technik der Manipulation anwenden. Auf diese Art und Weise habe ich schon den einen oder anderen Ladendieb am Nagel aufhängen können. Aber Lia hat es schon zugegeben, dass du es warst. Ach, hat sie, ja? Ja. Ja, hat sie gelogen, weil... Ja. Nee, hat sie nicht. Sie hat es ziemlich ehrlich und offen mir gesagt eben. Ach, hat sie nicht gelogen? Hat nicht gelogen. Sie hat gesagt, Tiddus war es. Kann ja aber gar nicht sein, dass sie nicht gelogen hat, weil ich war es ja nicht. Ist nicht schön, seine Freunde zu verdächtigen, aber es wäre natürlich auch unschön, wenn er das Geld genommen hat. Ich würde sehr gerne Geld leihen. Ich habe zwar nicht so viel, aber wenn er was braucht von mir, kann er mich doch einfach fragen. Ich meine, Fragen kostet ja nichts. Und ich kann immer noch Nein sagen. Aber erst mal zu fragen, ist doch viel wichtiger, als es einfach zu nehmen, um dann es auf irgendeine Möglichkeit zu verschleiern und zu lügen und sich in ein Konstrukt von Lügen zu verirren, um am Ende eine zerbrochene Freundschaft zu haben und auf so einem Scherbenhaufen dann zu stehen. Ich muss zugeben, ich tue es sehr ungern bei Tiddus, aber hier werde ich jetzt weinen vortäuschen, um bei ihm Mitleid zu erzeugen, sodass er seine Tat von ganz allein preisgibt. Ich glaube, ich werde Jonas schon ein bisschen vermissen. Tiddus, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Kannst du mir nicht helfen? Okay, wen hast du denn schon alles gefragt? Na, guck doch. Ungefähr so stelle ich mir Jonas Gehirn vor. Weiß nicht, vielleicht war es auch der Ausländer. Ja, also ich habe letztens gehört, dass ein Ausländer ein Baby aufgegessen hat. Also das wurde auch in der Chatgruppe erwähnt. Ich würde nicht alles glauben, was du so hörst, vielleicht. Weißt du? Ja, stimmt. Voll doof, sorry. Du hast doch nichts gegen Ausländer allgemein, nee, oder? Nee, ich habe ja auch viele, eigentlich alle meine Freunde sind Siehst Ausländer. Du? Oder haben migrantischen Hintergrund. Total, ja.
Okay. Sorry. Ja, alles gut. Aber wenn du nochmal irgendwelche Sachen hörst, nochmal irgendwelche Sachen aufschnappst oder so, wo du nicht ganz sicher bist, wie du es verstehen solltest, dann kannst du auch einfach zu mir kommen und mich fragen. So. Können wir drüber schnacken, weißt du? Okay, das ist lieb. Ja, kein Ding. Also der Titus, das ist ein richtig guter Freund geworden. Der ist mir richtig ins Herz gewachsen. Also ich bin so glücklich, dass der hier arbeitet. Also was kann man mehr, was will man mehr mit, als mit seinen Freunden? Nicht nur seine Freizeit zu teilen, sondern sogar seinen Arbeitsplatz zu teilen.